Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge für den Mercedes LF13, Ausgabe 33. Jo, und damit starten wir direkt erst mit dem ersten Blick in die Zeitung. Und da sehen wir schon, die Druckluftbremsanlage ist das heutige Thema in der Bauanleitung. Und da haben wir hier als Ausschnitt ein paar Anhänger, Streuventil, Winkelstücke, ne, was haben wir da noch? Nochmal ein Bremsventil, eine Druckluftleitung und so weiter. Und da sehen wir schon, heute ist wieder ein bisschen Kleinkram angesagt, der dann aber zum Schluss doch noch an den Rahmen montiert wird, wie man das zu guter Letzt dann auf diesen zwei Bildern sieht. Und ja, auf der nächsten Seite dann Mercedes LF13, die Kurzhauer-Story heute, das Getriebe und die Kupplung. Da kriegen wir wieder ein bisschen Geschichte erzählt zu genannten Thema. Das hier sieht aus wie eine Blaupause zu dem ganzen Gerät hier von Wilhelm Maybach. Dann natürlich Geschichte von Daimler-Benz, die PKW-Meilensteine vom Jahr 31 bis 1940, Teil 2. Und zu guter Letzt die berühmten LKW-Marken mit dem Unique vom PKW zum LKW. Hier noch ein bisschen Firmengeschichte, 1905 Gründung der Firma Unique, dann 1922 erster schwerer LKW der Marke. Gehen wir wieder ein bisschen weiter runter. Hier haben wir zum Beispiel 1966 Übernahme durch Fiat und 1975 Unique wird Teil von Iveco. Hier noch ein paar Beispielbilder oder Fotos. Alte von den Marken. Und zu guter Letzt noch der Blick in die nächste Anleihe oder in die nächste Ausgabe, nämlich die 34. Da kriegen wir dann Bremswellen, Bremshebel, eine Bremszugstange sowie Zwischenhebel und eine Zwischenstange. So. Also, machen wir erstmal hier das Tütchen wieder auf. Also, wir haben jetzt hier einen Schraubbeutel mit DP. Und dann hier diverse Kleinteile. Und zwar fangen wir mal an. Wir brauchen als erstes die 33A und B. Das sind nämlich das Anhängersteuerventil und ein Winkelstück. Und zwar folgende Baugruppen. Einmal, wenn ich es jetzt recht deute, dieses hier. Und ist das das andere hier? Ja. Das, was so ein bisschen so aussieht wie so eine Kronleuchter. So, nehmen Sie das Anhängersteuerventil 33A und das Winkelstück 33B zur Hand. Fügen Sie beide Teile zusammen, indem Sie den Zapfen von 33B in die Bohrung von 33A einfügen, wie gezeigt. So, wo ist das Ganze? Oder habe ich hier doch das falsche Teil? Ja, habe ich. So, also wir brauchen dieses Teil hier. Und fügen jetzt dieses Winkelstück. Da stecken wir jetzt einfach nur, das passt nur in eine Richtung rein. Hier an der Seite einfach nur einstecken. So. Das sollen wir jetzt am Rahmen befestigen. Dafür brauchen wir natürlich erstmal
das Gefährt. So, und zwar kommt die ganze Konstruktion an den linken, ja, an den mittleren Längsträger 13a. Das ist der, den wir in der letzten Ausgabe schon bearbeitet haben. Dafür drehen wir uns das ganze Gerät einmal wieder um. Nehmen uns jetzt eine Schraube DP. Und fügen das Ganze, jetzt muss ich eben schauen, mit dem dicken Bubbel hier nach oben. Hier hinten ist so ein dickes Loch auf der Innenseite. Und da schrauben wir das jetzt hier von außen fest. So ganz verstehe ich das jetzt zwar nicht, warum das da nie fest wird, aber das werde ich mir gleich nochmal genauer angucken. Also so wie es scheint, scheint das vorgebohrte Loch in dem Plastikteil nicht tief genug zu sein, dass die Schraube sich komplett einbohren kann und dementsprechend das Teil auch nicht fest werden kann, ne? Ich habe mir jetzt wieder mit Sekundenkleber mit ein bisschen Zement da beholfen. Habe es jetzt von der Innenseite her festgeklebt und werde es nachher nochmal, wenn die Folge dann durch ist, von außen nochmal ein bisschen was einlassen, dass sich das schön im Schraubgewinde noch runterträufeln lässt. So, in der Zwischenzeit machen wir aber mit den nächsten Bauteilen weiter. Und zwar brauchen wir dafür dann das, was ist das hier für eine Nummer, 33i. Das ist 33i und das ist 33h. Das ist das Ding, was ich vorhin schon in der Hand hatte. Und das wiederum, wir nehmen uns das Teil zuerst so in die Hand, dass der kleine Zapfen zu uns zeigt, der hier nach oben. Und nehmen uns dann diese Kappe hier mit dem Loch ebenfalls zu mir in dem Fall und stecken das jetzt hier so drauf. Wir gucken, dass diese einzelnen Zapfen hier alle gleichmäßig aneinander sind. Dann brauchen wir als nächstes hier dieses merkwürdige Teil und diese Kappe hier. So, dann drehen wir uns das jetzt hier so rum. Und dann muss jetzt dieses Teil, hier ist so eine dreieckige Kappe, ne? Und die glatte Seite von dem halbrunden hier muss zu uns zeigen. Dann stecken wir das jetzt hier bis so an der Seite da rein. Und diese Verschlusskappe, die kommt anschließend hier oben drauf. So. Und das ganze Konstrukt kommt jetzt wiederum. Jetzt müssen wir uns unseren LIW hier wieder so rumdrehen. Das kommt dann, jetzt muss ich eben schauen, wo sind denn die silbernen Bügel? Die sind hier bei mir, okay. Dann muss das gute Stück jetzt
mit diesem Ventil nach oben. Sieht man das? Da, wo mein Finger ist. Genau hier über den, über diesen Knopf hier von, oder Knopf von der von der Blattfeder, wird das jetzt hier so eingesetzt. Und zwar ist es eigentlich sehr schön gemacht. Jetzt in dem Fall hier, muss man ja auch mal wieder ein Lob aussprechen, ne? Hier ist so ein dickes Loch, dann ist hier ein Schraubloch und hier ist ein dünnes Loch genau über dem silbernen Steg. Und da wird das Teil einfach nur mit dick, Schraube, dünn, hier bloß so drauf gesteckt. So. Ne? Und dann schrauben wir das entsprechend nur von der anderen Seite aus mit einer DP fest. Genau, dann braucht man als nächstes hier diese große Viereckskappe. Diese hier. Die wiederum kommt jetzt, müssen wir eben schauen. Okay, die kommt jetzt da in, genau hier rechts, also von mir aus gesehen rechts neben das große. Wird die da bloß hier so aufgesteckt. Und dann ebenfalls mit einer DP befestigt. Na? Warum greift es da nicht? Ja, jetzt habe ich es ja. So. Irgendwas funktioniert hier nie, also. Irgendwie ist hier bei dem Modell das der Teufel drin. Am Anfang hat das hier alles wunderbar funktioniert, aber jetzt die letzten Ausgaben, das ist ein einziges Problemkind. So, neuer Versuch. So, jetzt ist es besser. Okay.
Okay, kümmern wir uns dann um die nächsten Teile. Das wären dann hier diese zwei Rohrstücken oder Leitungen. So, wir brauchen dieses Teil hier. Dann dieses. Und stecken das jetzt, den Bogen nehme ich auf meine Seite und den Bogen von dem Teil nehme ich in eure Richtung und stecke das jetzt hier bloß so drauf. Und setze die ganze Konstruktion jetzt hier ein. Hier in dieser Vierecksplatte, die wir eben verschraubt haben, ist hier an der Seite so ein kleines Löchlein. Da stecken wir das Rohrstück ein. Sofern es sich dann einstecken lässt. So. Und dieses T-Stück, das wird dann quasi nur auf dieses Konstrukt hier so seitlich drauf gesteckt. Und dann brauchen wir zu guter Letzt noch dieses hier. Das wird jetzt von oben eingesetzt. Und zwar, das muss ich selber kurz gucken. Genau, okay. Also dieses gewinkelte Stück, das muss jetzt hier hinter diesem silbernen Leibblech da vorbei. Und dieser Schnuffel hier, der kommt jetzt hier von oben drauf gesteckt. Ach, da ist auch noch so ein, das habe ich gerade gar nie gesehen. Da ist nämlich auch noch so ein Loch, wo man was einstecken kann. Und da ist das da auch fest und wir sind für heute fertig. Ja, nach ein bisschen Rumkämpfen haben wir es dann für heute auch geschafft. Und ja, also das Modell lässt im Moment gerade ein bisschen zu wünschen übrig. Das hat ja das vor ein paar Heften schon mit dem Mutterblock angefangen, ne, wo das eine Schraubloch da gefehlt hat. Jetzt ist hier die Passgenauigkeit ein bisschen fragwürdig, aber wenn man sich ein bisschen mit Tricks zu helfen weiß, dann funktioniert auch das, ne? Deswegen, ich ziehe das Ding hier trotzdem durch und am Ende sieht es doch schön aus, oder? Also, ich wünsche mir, dass ihr zur nächsten Folge wieder reinschaltet. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch dem Video einen Daumen nach oben und hinterlasst noch auf dem großen roten Abo-Knopf einen kostenlosen Subscribe. Kostet euch nichts extra und ja. Dann verpasst ihr in Zukunft hier nichts mehr auf dem Kanal und ich bin dann jetzt raus. Wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Bis zum nächsten Mal. Ade.